Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es um einen Langzeittestbericht. Und zwar haben wir hier wieder Smartphone-Handschuhe. AVY, also AVVY, haben wir mal wieder Gratis-Dinger zur Verfügung gestellt. MyFair Deal Smartphone Gloves aus, lasst mich mal kurz lügen, 92% Lammwolle mit Metallgarn eingewebt und 8% Elastan. Was sagt mir das? Das sind Handschuhe. Dadurch, dass hier Metallgarn schon eingewebt ist, die leiten komplett überall. Also egal welche, Vorderseite, Rückseite. Es gibt immer wieder Handschuhe, die sehe ich dann auch immer. Da haben die Leute so weiße Fingerkuppeln oder ganz schlimm so Metalldinger draufgeklebt auf die Dinger. Die finde ich ja absolut nasenbärig. Da sind mir diese standardklassischen Handschuhe um einiges lieber. Gefühlt würde ich sagen, sie sind ein Ticken rauer, als man das so von normalen Baumwoll- oder Lammwollhandschuhen gewohnt ist. Aber sie bieten natürlich den Vorteil, gerade draußen bei dieser Kälte, diese Woche wird es ja auch wieder kalt, kann ich damit mein Smartphone bedienen. Und ihr seht es hier, normalerweise, wenn ich dann in der Kälte bin und dann doch kurz mal was gucken muss, eine Notification oder sonst was, dann halte ich mir das Ding schnell kurz vor die Nase und mache es dann mit der Nase weg, wenn ich Handschuhe anhabe, die nicht leiten. Aber hier ist natürlich kein Problem. Und was ich jetzt sagte, Vorderseite, Rückseite, egal, unten Handgelenk, das klappt überall und egal auf welchem Gerät natürlich, aber mit dem Tablet, man macht es ja nicht wirklich, man nimmt ja das Smartphone und es funktioniert. Also wenn ich das hier mal ganz kurz tippe, klar, ihr habt nicht so die spitze Position mit der Fingerkuppe, die wo ihr sonst tippt, es ist ein Ticken umgewöhnungsbedürftig. Also wenn ich jetzt hier mal, hallo, Halli, ja, jetzt habe ich schon Halli schon, naja, hallo, ihr, da, draußen. So, tippen geht. Also man muss sich vielleicht ein Ticken umgewöhnen, aber dafür bleiben einem die Pfoten warm. Ich habe die im, ich glaube, Oktober bekommen, November habe ich es auch noch nicht gebraucht. Im Dezember fing es dann an, dass man sie mal brauchte. Januar auch wieder. Jetzt haben wir schon Anfang Februar und die Dinger sehen immer noch vernünftig aus. Man muss aufpassen, dass diese Handschuhe, das ist bei allen so, nicht nass werden. Also Schneebälle werfen und Regen, dann fangen die nämlich irgendwann nicht mehr an zu leiten. Das ist bei mir mit den Dingern von Winterfinger passiert, wobei ich da auch oft probiert habe, aufgepasst habe, aber nach einem knappen Jahr konnte ich die schon nicht mehr benutzen. Bei denen bin ich mal gespannt, wie die sich jetzt halten. Bisher ist eigentlich das Einzige, was ich habe, so diese normale Knötchenbildung, die sich hier die kommt, aber die Dinger haben immer noch keine Löcher, also Pi mal Daumen 2 Monate im fast Dauereinsatz. Die Dinger funktionieren noch. Die gibt es in verschiedenen Farben, kosten 20 Euro. Ich glaube, Braun kostet aus unerfindlichen Gründen 10 Euro mehr. Und ja, also passt, also 20 Euro für ein paar Handschuhe, dafür, dass ich dann auch, während ich auf Bus, Bahn oder sonst wo rumstehe in der Kälte, mein Smartphone bedienen kann, ist es mir wert. Von mir, ja, klar, ich sage euch offen, ich habe die gratis bekommen. Aber würde ich mir jetzt welche kaufen müssen, für 20 Euro, hätte ich da keine Skrupel, die weiter zu empfehlen, wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, hey, soll ich nicht. So, das war's. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.